Hey Leute, es geht weiter mit Rayman 2. Nachdem ich gerade eben versucht habe, das Spiel zu laden, habe ich bemerkt, dass mit der Emulator abgeschifft ist. Was bedeutet, dass ich diesen blöden Lava-Level, den wir das letzte Mal gesehen haben, jetzt gerade nochmal spielen durfte. Ich bin leicht angepisst, aber der Vorteil an der ganzen Sache, ich bin immerhin schon eingespielt. Weiter geht's mit den Echo-Höhlen. Ich bin mal gespannt, was mich... Ey, das sieht ja schon mal geil aus. Ich muss zugeben, an diesen Level erinnere ich mich sowas von überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich war hier... Ja, ich war hier schon oft, weil ich das Spiel ja schon ein paar Mal durchgespielt habe. Aua, blödes Arschloch. Okay, also ich war hier schon irgendwie oft, aber ich kann mich an diesen Teil des Levels absolut nicht zurückerinnern. Einfach nichts. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Und naja, werden wir eben mal ein bisschen gucken, ne? Ich glaube, ich muss 4 Schalter finden, oder? Okay, ich muss wohl 4 Schalter finden. Ja. Das ist echt total lustig, weil ich war hier schon so oft und ich kann mich an nichts... Wow! ...zurückerinnern. Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Ja, ja! Jetzt rennst du, hä? Komm! Ah! Das ist echt total lustig, weil Rayman 2 kenne ich hier an sich, also ich kenne das Spiel. Wenn man das... So, der ist schon mal versorgt. Wenn man das dann so spielt und einfach nichts... sich an nichts erinnert. Das ist total lustig. So. Was ist jetzt hier los? Ich habe wohl irgendwann mal... Ah, hier, nee, hier ist ja... F. Dum, dum, dum. Tauch-Action auf Zeit. Naja, wir haben es wohl geschafft. Und wieder ein, also ich muss offenbar 4 Schalter finden, damit sich diese Tür, wo dieser freundliche Pirat von gerade eben durchgegangen ist, sich öffnet und ich dann wohl in den nächsten Levelabschnitt komme. Was ich mich jetzt aber im Moment frage, warum hat er mir die Tür nicht einfach aufgelassen? Okay, Pfeil, du kannst weggehen. Ey, wenn der jetzt keine Pflaume mehr auf dem Kopf hat, werde ich sauer. Gut. Na, scheiße, gell, mit seiner Pflaume auf dem Kopf. Okay, was gibt's hier? Jump'n'Run-Action mal wieder. Ah, und wo kommen wir raus? Da, wo ich vorher schon hin wollte. Und haben die ersten 5 Lumps. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. So, 2 von 4 Schaltern haben wir schon. Dann gehen wir mal hier rüber. Und jetzt fallen wir hier runter. Okay, das ist schon mal ziemlich geil. Ach, da geht's weiter. Und was sagt uns Murphy? Die Tür ist mit 4 Schaltern gesichert. Boah, du Vollidiot. Das habe ich inzwischen auch selber bemerkt. Diese 5 Lumps waren gut versteckt. Das hört sich voll nach Pirat an. Na, wo ist er? Ah, da unten ist er. Gut, den hätten wir auch erledigt, würde ich sagen. So, hier haben wir einen Schalter. Oh mein Gott. Oh mein, ja geil. Und ich renne erstmal hier die halbe Zeit gegen so einen blöden Pfosten. Weiß zwar nicht, was das sollte, aber jetzt bin ich auf jeden Fall hier. So, und jetzt? Hä? Ja, und wie komme ich jetzt wieder zurück, hä? Da mal vielleicht einer dran gedacht? Oder kann ich hier stehen? Ah, ich kann hier drauf stehen. Wieso hat man sie dann rausfahren lassen?
Ah, ich muss nicht alles von dem Spiel verstehen. Gut, den dritten Schalter hätten wir auch gefunden. So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Was gibt's da oben? Da gibt's auch noch was. Ah, ich verstehe. Die sind dafür da, um hier wieder rauszukommen. Das macht natürlich auch Sinn. Okay, gehen wir mal weiter. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Wahrscheinlich noch mehr Bullshit. Oh mein Gott. What the fuck ist das? Oh nein, 5 Lums. Die will ich natürlich haben. Okay. Alles klar. Das ist ja mal echt eine geile Idee. Die fahren hoch, drehen sich um, werden gefährlich und fahren wieder runter. Geile Sache, würde ich sagen. Ich springe lieber jetzt schon mal zu früh ab, als dass das Teil sich unter meinen Füßen. Was war das denn, hey? Das glaube ich ja mal gerade nicht. Wie blöd kann ein einziger Spieleheld eigentlich sein? Hält der sich nicht an dem Teil fest? Was ist denn das? Wow, und das war in letzter Sekunde. So, kannst du stehen? Gut, dann kannst du vielleicht auch weiterspringen. Vollidiot. Vorsicht, Piranhas. Okay. Irgendwie sieht das hier eigenartig aus. Naja. Ein zeitgesteuerter Knopf. Was passiert denn bei diesem zeitgesteuerten Knopf? Ist kein Grund zum Feiern. Ich will wissen, was bei dem Knopf passiert. Nichts. Und nochmal 5 Lums. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte was vergessen. Wie auch immer, die Tür ist offen, also gehen wir einfach mal in den nächsten Levelabschnitt. Vielleicht finden wir diesen unfreundlichen Roboterkameraden, der uns die Tür nicht aufgehalten hat. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich wieder an den Level. Oh nein. Das muss doch nicht sein, dass ich den jetzt spielen muss, oder? Muss ich den echt spielen? Das war so klar. Na gut, ich muss ihn wohl spielen. Oh mein Gott. Na gut, Leute. Also, hier geht es wohl um Fliegen. Wie steigt man mit dem Teil? Ah, so lässt man los. Ja, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Jetzt habe ich auch keine goldenen Fäuste mehr übrigens. Ah, so steigt man. Holen wir jetzt erstmal den grünen Lums und dann den gelben. Sterben wir jetzt und haben dann aber wieder den grünen. Haha, das hat Sinn gemacht. Wow, das hätte mir auch einer sagen können, hey. Help. Ja, ich komme. Hier, da bin ich. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ah, Trampolin. Okay, ein paar ganz neue Levelteile. Einstürzende Brücken. Nee, die hatten wir schon, aber diese Trampoline, die hatten wir, glaube ich, noch nie. Wie auch immer. Es geht weiter. Boah, je. Ey, die Steuerung ist so zum Kotzen. Aber die Musik ist so episch. Willkommen in einem Level, den wir schon mal begangen haben, nämlich der Feenlichtung. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir im zweiten Level nie alle Lumps hatten. Naja, jetzt sind wir wieder im zweiten Level. Und zwar in dem Teil des zweiten Levels, der uns bis gerade eben noch nicht zugänglich war. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Geräusch. Ja, hier waren wir schon mal. Und naja, ich will euch ja irgendwie nicht die Freude verderben, aber es macht voll keinen Spaß. Wo müssen wir vielleicht hin? Kann mir das mal einer sagen?
Okay, das sieht nicht danach aus. Ich kann natürlich die Kamera auch nicht drehen im Moment, ist ja klar. Okay, wir müssen wohl unter der Brücke durch. Einverstanden.